Moin und herzlich willkommen zurück hier auf der Lieper Winkel. Leute, vorab mal, wenn ihr mal Bock habt, mit uns zu quatschen, sofern wir denn da sind, guckt ruhig mal in die Beschreibung. Da ist ein Link, eine Einladungslink zu unserem Discord. Und da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. So. Ja, diese bösartige Mod ist entfernt. Von daher sollte das jetzt nicht passieren. Ich werde mir jetzt mal zum neuen Händler fahren. Dann werden wir mir mal angucken, was es da Schönes gibt. Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Schön. Ja. Wenn es nicht so lustig wäre, würde ich mich jetzt totlachen. Alles gut? Aua, aua. Soll ich mal einen Kran holen, um dich da rauszuholen? Ja. Okay, Hol warte. mal irgendwas, um ihn da rauszuholen, bitte. Bist du verletzt? Nö, aber das Auto ist kaputt. Ja, dann mach mal Motor aus und kletter mal oben raus. Warte mal, da muss ich mal ein wenig helfen. Ja, warte mal, wenn ich da hochkomme. Tür Ich sehe. aufmachen. Ja? Ich schneide mir mal ab. Warte mal. Boah. Alter Schwede. So, Junge, gut. So ein Scheißdreck. Das hat eben Elendiger schon so Verlierer. geschlingert. Junge, Ja, Junge, Junge. der hat ganz schön geschaukelt, du meine Güte. Ja, kommt Ja. sie. Und nun? Normalerweise würde jetzt ein Chef anrufen und sagen, der Außenspiegel ist kaputt. Ne? Und Aber der sieht sogar noch recht gut aus. ist ja meiner. Ja, aber guck mal, wie stabil der ist. Da liegt das ganze Auto drauf, du. Ja. Naja, Ja. gut, der Zucker hat ordentlich abgefangen, ne? Ja. Hat der Händler ein Dingens, einen Stapler? Ja, der hat mit Sicherheit einen Stapler, aber bis. Da kann ich ja meinen Radlader holen. Aber hör mal, Dann guck müssen mal wir das. gerade. Den musst du unten drunter mal entrosten, du. Guck mal, wie der aussieht, du. Ja, der wird direkt. Der kommt jetzt dann direkt in die Schrottpresse, das heute. Ah, Ja. ne. Ich. Ist Kannst du sauber mich in mitten drauf. die BGA fahren? Geht das? Kannst du hier einsteigen? Weiß ich Warte nicht. mal, ich schau mal. Nee, nee. Schade, geht Na, nicht, ha? dann laufe ich in die BGA. Aber Bleibt ich mir ja wollte mal nichts gerade, anderes. ich wollte mal gerade zum Händler gucken. Da sollen ja die neuen LKW stehen. Ich weiß nicht, ob du da eventuell dann mit einsteigen kannst. Kannst ja mal rüberlaufen. Ja, da bin ich schneller gelaufen, das stimmt. Beim Händler soll was stehen lassen. Ja, beim alten Händler. Meier sei Budi, ne? Die kaufe ich mal auch noch. Zeit. Wenn nicht bald der Neue einzieht, dann kaufe ich mal die. Oh, du, Ja, hier steht ein Teleskoplader auch. hier Oh steht ja. gar nichts. Der ist schick. Nee, Beim alten Händler, du ja. Pappnase. Ach so. Ja, warte. Oha. Eieieiei. Oha. Schaustelle Auto oder was? Ja, cool, ha? Das. Alles in John Deere grün, du. Ach, das sind meine sogar. WS, WSVS, ja, Windelschlussverkauf, Sondersale oder was? Ja, keine Ahnung, aber dann, ja, die lasse ich aber hier stehen. Die habe, dafür die habe ich bei mir auf dem Hof überhaupt keinen Platz hier. Habe ich ja nicht. Hat die Holzer hier rüber geschickt. Ah, schau her, das kennen wir doch. Also gut, der Aber. LKW ist neu. Der Auflieger ist auch neu. Ist mir unbekannt, aber das andere Ding. Der Gerät hier kenne ich. Habe ich Ja, schon mal gesehen. ja. Schon nicht schlecht. Ach, guck mal, hier am gleichen. Oh, guck mal, da kannst du Schneidwerke mit transportieren.
Der hat ja so einen Stempel vorne. Bringt Ja, mir ja ja. gar nichts, um den Scheißbock aufzuheben, oder? Weiß So, ich nicht. irgendwie wäre Keine Ahnung. Sonst müssen wir den Kran probieren hier. Aber der sieht ja auch schnieke aus hier, ne? Ja, lass mal den Kran ausprobieren, komm. Wofür hat das Ding ein Ladekran? Kannst du einsteigen oder geht das nicht? Ja, nee. Ah, was ist Also, das denn? Motz Tür einbauen und dann geht doch nichts, verstehst Ja. Mal einmal kurz out of character. Wie hatte Giants damals gesagt, man kann mit sämtlichen Fahrzeugen doppelt. Es kam dann mit dem Kubota-Pack und funktioniert im Prinzip überhaupt nicht. Nee. Wie hieß denn das damals im LS19? Das hat funktioniert. Beifahrer. Das, ja, wurde reingemoddet und dann funktionierte das, ne? Ja. Und Ja. es war bloß ein Lua-Skript, das muss man ja noch dazu sagen. Apropos, Lars ist nur noch diese Woche bei Giants. Und dann? Ja, keine Ahnung. Er hat damals irgendwie mal, muss er verlauten lassen haben. Klingt doof, aber egal. Dass, wenn eine bestimmte Firma ihn anruft, dass er das dann annimmt. Und die haben ihn jetzt kontaktiert. Oh, schlauer Mann. Kann man nicht anders das sagen. Ja, so. So, ich stelle mein Bike jetzt mal da ab. Gucken, ob das geht. Ja, wahrscheinlich. Warum soll das nicht gehen? Ich weiß nicht, das Ding kommt von Giants. Sie vertraut ihm überhaupt nicht, oder? Nee, ist kein Giants-Produkt. So, gucken, wo die ganzen Funktionen sind, von wegen Ausfahren und so, weißt du? Weiß nicht, ob der das kann. Nee, der hat keine Kolli. Ja, dann fahre ich in die BGA und hol meinen Radlader. Das Fuß. funktioniert leider nicht. Versuche ich es damit. Versuch, was wert. Ja, eigentlich, ne? Ja, dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß mit dem WSVS. Dann werden wir mal auf dem Getreideacker wahrscheinlich ausprobieren. Mal gucken. Ja, du hast ein Getreideschneidwerk, ne? Ja. Ja. Wenn's Da Getreide mal gibt's so weit ist. aber ein Maisgebiss auch irgendwie von. So. Boah, ich habe mir übrigens noch mal so einen LKW bestellt, ne? Noch ein. Ja, noch eine. Was wollen wir da alle mit? Aren? Du hast nur einen Arsch, oder? Ja, macht ja nichts. Muss ich nicht immer umsatteln. Kann ich den Gülli-Kack-Scheiß angehängt lassen. Das stimmt allerdings. Und mit dem anderen fahre ich dann eben das Ladezeug und dann, ja. Ja, aber cool. Aber ich finde diese Kutsche cool hier, diese Schausteller-Dinger. Ja, ist schon nicht verkehrt. Muss den mal Probe fahren hier. Oh, hier liegt ein Hörnchen drin und ein Muffin und ein Donut. Oder auch Croissant, wie man ja heutzutage sagt. Song. Hä? Aha. Wir haben früher Hörnchen gesagt. Buddehöhnchen. Ja. Ja, lecker, lecker, lecker. Aber ich glaube, das liegt hier schon länger. Das ist so. Oder ist es Tarnung? Ja, beiß mal rein, vielleicht ist es bloß Plastik. Ja,
Also das Gefühl habe ich. So, ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier einen Radlader habe. So. Schausteller brauchen. Schaustellerfahrzeuge bleiben immer auf der Dings stehen, auf der Straße. Ja, sowieso. Von allem immer auf meiner Spur. Übrigens müssen die Schausteller nachweisen, dass sie Schausteller sind, ne? Weil die fahren steuerbefreit mit grüner Nummer. Ja, mag ja sein. Weil, was haben sie gesagt, von den Zeiten ist ja, ja, aber wie ist denn das dann? Kriegen die das dann auch weggenommen, wenn den Bauern die grünen Kennzeichen entfernt werden? Von auszugehen, oder? Ich meine, die sind ja, die kriegen ja diese Befreiung quasi, weil sie, alter Schwede, willst du eine Palette Dosensuppe machen, sag mal? Was ist eine Palette Dosensuppe? Alter, hier steht ja alles voll. Ja, haben wir sich nicht um seine Produktionen gekümmert, ja? Junge, Junge, Junge. Ja, da werde ich jetzt erstmal mit dem LKW ranfahren und werde die mal abholen, glaube ich. Und dann verkaufen. Ich weiß noch nicht, wohin. Ja, das hatte ich jetzt eigentlich mit dem Zucker vor. Den wollte ich jetzt eigentlich in die Molkerei bringen, dass da Schokolade draus wird. Ich überlege gerade, Dengelmann, wer nimmt denn das meiste dafür? Ich muss mal schauen hier. Hier passt die Nakensuppe und eingelegte Tomaten oder so ein Scheiß. Da was weiß ich, was das alles ist. Kartoffelsuppe. Ja. Wollen wir mal schauen, ob wir das Ding aufgestellt kriegen. Klar. Der zuckt noch nicht einmal, der Scheißding, oder? Echt nicht? Och, warte. Oh, ja, doch. Fall. Jawohl, ich hab's geschafft. Eieieiei, so. Welchen nehme ich jetzt am besten? Ich glaube, ich nehme einfach den, nicht den langen Auflieger. Da muss ich halt mehrmals fahren, weil wenn der Dengelmann was davon haben will, da komme ich mit dem Auflieger nicht rein. Ja, macht Sinn. Muss mal schauen, ob der Scheißbock überhaupt noch anspringt. Alter, ist der tiefgeladen. Ultra übel. Toll. Na, ja, toll. Ja, mit dem Ding musst du dann langsam fahren, sonst wird das nix. Er springt ja nicht einmal mehr an. Ach so? Das ist schlecht. Ich würde sagen, ist kaputt. Komm schon. Wow. Hui. Er läuft. Einmal abliefern und dann ab in die Schrottpresse. Alter, das Ding schaukelt, ey. Ja, ich hab mir hier ja diesen Dingens, der ist nicht schlecht, dieser Elektro-Truck. Was geht denn da rein? Ich weiß gar nicht, einiges. Ich muss mal gerade gucken. Ich belade den jetzt mal. Der nimmt die hoffentlich. Genau, Europaletten haufenweise. Mit automatisch laden. 18.000. Was ist denn? Ich weiß gar nicht, was auf so einer Palette drauf ist. Ah, 18 Paletten sind es. 18.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nee, 36. Der hat 1800 rote Beete. 24.000 Karotten und 30.000 Pastinaken. Was? Ja, zwei Laden. Als Palette. Ja, komm mal zur Produktion. Guck mal rein. Heilige Scheiße. Also, das sind ja über 50 Paletten. Ja, komm mal rüber. Ich weiß nicht. Also, es sind nicht so viel. Warte. Ja, doch. Das meiste ist weg von dem, was hier an der Seite stand. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber. Schmeiß jetzt nochmal schnell den Zucker raus. Drei. Also übereinander stehen an hinterster Front schon mal sechs Stück. Also drei plus drei obendrauf. Ja. Dann kann ich aber soweit nicht nach hinten reingucken, wie viele. Aber es sind einige drin. Die haben den Zucker jetzt abgeladen. So. Ja.
Dann wollen wir doch mal. Wo muss ich hin? Zur Produktion hier von den Suppen. Und die ist wo? Da, wo früher die für die Garnrollen waren, das hat ja auch nicht mehr hingehauen. Ah. Da wurden ja die Lizenzrechte entzogen und dann ging das nicht mehr. Ja, das klingt ja fast so wie bei mir mit meiner Energy-Fabrik. Also ich habe keine Ahnung, was hier, aber hier ist einiges drin. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Das müssen wir machen, bevor der Meier wieder auftaucht. Der pinkfarbene Pickup von Julia. Der steht in der Händlerhalle. Ich habe das ganze Zeugs mal da so aufgeladen, was da drauf ist, was da drin ist. Ich wollte den da Okay. heute Nacht mal rausfahren. Ja, dann wirst du das mal machen müssen, ne? Weil man weiß ja nicht, wann der Meier wieder aufschlägt. Ja, ob der überhaupt wieder aufschlägt. Ja, das ist das Nächste. Vielleicht haben sie ihn ja auch schon irgendwo totgeprügelt oder so, weißt du? Möglich. Wer kann Verlust, nicht kein großer. Nee, das So. stimmt schon. Aber warte mal, das ist dann da hinten, wo die rote Halle ist, oder? Ah ja, ich sehe dich. Ah ja. Guck mal hier, geht einiges rein in das Ding. Möchte fast behaupten, mehr als auf den da. Ja. Also Da man will mal könnte das ja, ich rein. weiß nicht, man kann das ja ganz grob. Setz dich mal rein, dann kannst du Ja, normalerweise ich sehen, was er schau geladen hat. mal. Alter, der hat 30.000, 24.000, 18.000. Ja, jetzt müsste man natürlich nur wissen, was die Paletten für Größe haben, ne? Ja. Die ist 1.000 Liter sind oder? Also Karottendose sind Weiß 450. doch. Was? 2.000 Liter. Rote Beete. Rote Beta 2000, genau. Ja. Die Karotten haben auch 2000. Und die Pastinaken werden auch 2000 haben, wenn sie voll sind. Ja, dann sind es 15, 30. Oh ja, doppelte von dem, was ich da reinkrieg. Ja. Und das Ding funktioniert wirklich gut. Ja, also der schaukelt auch nicht und nix. Nö, gibt's auch in Fendt-Grün. Nee, Fettgrün ist die falsche Farbe, Kumpel. Ach so. Oder John Deere Gelb oder sowas. Nee, ist auch die falsche Farbe. Nee, da geht's schon an. Ja, guck mal, da kannst du ein Auto drin parken. Guck dir das mal an. Logisch, dass der mehr packt. Ja, dann schau. Nee, der Händler hat ihn nicht zufälligerweise Nein. blöderweise irgendwie rumstehen, oder? Kannst ruckzuck bestellen, ey. Mach einfach. Aus dem Ausland, du die. Wenn du in Polen bestellst, dann lass ihn heute Nachmittag da. Das geht ganz schnell. So, ich muss mal eben gucken, wo ich den Ja. Krempel überhaupt verkaufen kann hier. Wer das denn haben will oder wer am meisten dafür bietet. So, dann stellen wir den gleich mit dazu. Schick mal nein, die Ausschreibung. Gut, der hat jetzt ein wenig einen Schaden. Ist denke ich, wie Sau, aber das ist völlig. So, Karottendosen 811, 823. 823, das ist der Gold Market. Oh, Pastinaken. mein LKW ist da. Oh, wir haben eine neue Futterbude, du. Pastinakendosen gehen nach Gabis Futterschuppen. Okay. Da Oh fahre ich jetzt ja. mal hin, egal vom Preis. Weißt du, wo der ist, dieser Futterschuppen? Nee, keine Ahnung, höre ich jetzt zum ersten Mal. Hast Bock auf eine Currywurst? Folge mir. Ja, natürlich. Wo ist er denn? Ja, ich weiß, wo der ist. Folg mir Ich hab einfach. mein neuer LKW ist da. Ja, folge mir einfach. Ja, das sagst du so einfach. Ich weiß ja nicht einmal, wo es hingefahren bist. Ich fahre auf der Straße jetzt an meinem Hof vorbei, Ah, Richtung. Moment, dann muss ich in die andere Richtung. Ich warte an der Kreuzung, wo du eben Meine. umgekippt bist. Oh. Jo. Boah, der ballert ja noch mehr raus als der alte, als der andere. Dein Scheiß. Also dieser E-Truck, der ist echt gut. Kann man nicht meckern.
Und an dieser Kreuzung fährst du rechts. Über deine Unfallstelle hinweg. Am Kuhstall vorbei. Okay. Richtung alte BGA. Richtung alte BGA, richtig. Dann fährst du noch ein Stück weiter. Dann kommt ja links diese. Dann siehst du das im Prinzip rechts schon. Du musst aber geradeaus weiter, als wenn du zum Polizisten fahren willst. Und dann haben sie da die blöden Hüte immer noch stehen lassen. Da bin ich nämlich gerade gegengefahren. Und dann musst du aufpassen. Dann haben sie nach ein paar Metern eine Straße nach rechts rein. Okay. Gebaut. Die ist neu. Da haben sie auch einen Badesee angelegt. Und ja, langsam entwickelt sich das alles bei uns, ne? Da ist auch Julias neue Bäckerei oder die zweite Bäckerei so im alten Stil aufgebaut. Ah, Gabis Futterschub. Was ja, Futterschuppen? Ich sehe. Und hier kann ich das jetzt abladen. Oh ja. Oh, die bezahlt mir gut. Oi, die bezahlt mir. Die freut sich. Hör mal, Gabilein, möchtest du noch mehr? Wie jetzt? Mehr willst du nicht? Doch. Kauften die alles? Kauft die ja Wurst? Die hat mir den kompletten Laden leer gekauft jetzt. Ich weiß nicht, was die alles kauft. Das weiß, kann ich dir nicht sagen. Ob die auch Wurst kauft, könnte ich mir vorstellen. Jetzt dich. Nee, das ist Bäckerei. Genau. Oh doch, eins weiter vorn. Ui, schicker Badesee. Da schau her. Ja, und hier, Gabis Futterschuppen. Boah, sieht das cool. Kommen wir da rein? Schade, die hat zu. Hast du es gehört, oh, dieses Geblubber? Bikers sind willkommen. Junge, was haut der an Dreck aus? Ja, aber ist schöne Ecke geworden hier, ha? Huh? Ja, auf jeden Fall. Gabis Futterschuppen. Wir haben geöffnet. Klingt doch schon mal sehr gut. Ja, aber man kommt nicht rein. Ich krieg die Tür nicht auf. Ist doch nicht geöffnet. Also ich würde sagen... Hinter der Bar steht auch keiner. Aber wenn hier steht Bikers Welcome, ja? Also da müsste eigentlich stehen Bikers Welcome, Doll und der Bauer aber nicht. Ja, müsste eigentlich unser Gesicht an der Tür hängen. Wir müssen draußen bleiben. Ja, genau. Hier zum Anleihen irgendwie so ein Haken. Ja, irgendwie so in der Art. Ja, aber eigentlich ganz schön, weil das mal eben gucken hier, wie das hier aussieht. Oh, ja. Bauernmarkt. Oh. Guck mal hier, ey, dem fallen doch gleich die Augen raus hier, dem Typen. Oh. Bauernmarkt seit 1904. Mal Wurst. Was, wo, wer? Der Bauernmarkt seit 1900 für die Wurst. Wow. Alter, guck mal, was der für Stielaugen hat hier. Ja, 100 mehr nicht. Bei den zwei Badenixen da. Ja, schon zwei süße. Ja, sogar drei. Ja, nicht schlecht. Aha, Werbetafel. Oh, wir haben sogar Jesus. Da schau her. Ja, hier. Wo ist Job? Hier, Jesus. Wo ist Job? Sogar seine Maria. Wo ist Job? Der trägt sogar seine Maria auf dem Arm. Und kann übers Wasser laufen. Ja, stimmt. Boah. Ja, man braucht, wenn man das kann, braucht man so Palästina-Rennpushen. Ja. Dann geht das. Und die, was macht die? Selfie-Pose oder was? Und dem anderen interessiert es überhaupt. Ja, wahrscheinlich. Gut.
Ich guck mir mal die Bäckerei an. Ja. Pikania, ja, man merkt, dass die in Polen ist, ganz ehrlich. Pikania Swosk. Gesundheit. Ja. Gesundheit. Man merkt, dass die in Polen ist, du ganz ehrlich. Ach so, da sollte ich ja auch gucken, ob regelmäßig hier. Oh, hier liegen ja auch schon erste Torten und Brote. Well. Tatsächlich. Edbit. Tja. Lecker, lecker. Ja, ich würde sagen. Ja, dann. Wir müssen noch ein paar Sachen wegfahren, aber ein bisschen was zu tun. Ja, ich denke, ich muss einmal ein wenig Getreide einkaufen. Hast du dir denn jetzt auch so ein Elektro-LKW geholt, oder wie? Nö, da schau, das ist mein LKW. Ja, und wie willst du denn damit Paletten fahren? Mit dem Anhänger. Ja, und dann, wenn du zum Dengelmann fährst, kommst du damit aber nicht rein. Das stimmt wohl. Deswegen habe ich ja diesen hier. Der ist zwar groß, aber man passt so ziemlich überall rein. Ja, also mit dem 40-Tonner komme ich hier wohl kaum rum, das. Na? Vielleicht hole ich mir tatsächlich noch diesen Elektrohobel. Also für Transporte ist der absolut perfekt. Also wie gesagt, der ist relativ klein. Du kommst auch beim Dengelmann mit auf dem Hof oder hier bei der Futterbude kannst du einmal in eine Runde fahren. Okay. Und es packt den problemlos, ja? Ja, man muss ein bisschen gucken, nicht? Weil er ist ja doch nun schon ein bisschen größer, ne? Ja, dann werde ich mir mal das Ding. Ich kann es mir ja erst einmal mieten, ne? Ich muss ihn ja nicht sofort. Du kannst ihn dir ja auch mal ausleihen, so ist das ja nicht. Nee, der ist pink. Man muss halt die Augen zumachen, damit du dieses Pinke nicht so siehst. Ja, nee. Ich habe Julia schon gesagt, ich würde die gerne umlackieren, aber Julia sagt nein. Ja, was willst du denn umlackieren? Ja, weiß. Schön schneeweiß. Nee, dass du jeden Dreck gleich siehst. Nee, nee. Ja. Oder Bordellrot. Ah, weiß nicht. So, hol mal die letzten Paletten hier ab. Wunderbar. Aber Suppen müssten ja auch noch da sein. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe auch noch Suppen. Also hier ist jetzt erstmal alles weg. Ich glaube, ich habe sogar Kartoffelsuppe. Was? Hier werden jetzt Millionen gemacht, liebe Leute. Ja, ich merk's schon. Jetzt fängt er an. Jetzt, wo der Meier eigentlich das Ziel hatte, uns finanziell zu vernichten, ja, jetzt haut er ein Dings nach dem anderen raus. So, ich brauche. So, na, aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mit diesen Dosenfutter verdienst du dich doch eigentlich dumm und dämlich, oder? Stimmt, ja. Warte mal, der Meier ist doch nicht mehr da, ne? Ja, und? Kann ich doch mal Schlachterei wieder in Betrieb nehmen? Ja, natürlich. Scheiß doch auf die Auflagen, wenn der Meier nicht da ist. Wer soll es denn kontrollieren? Interessiert er dann eh keinen. Na eben. Boah, die letzten zum Gelddrucken ist wieder da. Ja, ich habe jetzt auch schon 3 Millionen am Start hier wieder, du. Das sah ja zwischenzeitlich auch mal anders aus. Naja, gut. Aber, liebe Leute, wir sind schon am Ende wieder angekommen. Ja, stimmt. Wir werden Anfang der nächsten Folge, werde ich wahrscheinlich hier noch Krempel wegfahren. Mal gucken, was hier noch reingeht. Und ja, ansonsten schaut natürlich beim Intoxic rein, was der so treibt. Und Krempel fahren, wie du auch. Da müssen wir mal sehen, was wir so machen.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder frisch und gesund und munter und überhaupt. Und ja, bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, brav bleiben. Servus miteinander.